Nächster Redner ist Alexander Melchior. Der Niederösterreicher ist ÖVP-Abgeordneter. Seine Partei ist für die Rahmenabkommen mit Malaysia und Thailand. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, lieber Wirtschaftsbund aus Christkirchen, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich sehe euch jetzt da oben nicht. Ich hoffe, ihr seid auch da oben. Herzlich willkommen im österreichischen Parlament. Es ist noch nicht bestätigt, aber angeblich habt ihr einige Spezialitäten von zu Hause mit. Christkirchner Bier, hoffe ich. Also vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Verköstigung. Ich möchte mich auch zum Thema Rahmenabkommen noch mal zu Wort melden und möchte noch auf meinen Kollegen Axel Kassecker kurz zu sprechen kommen. Die Freiheitliche Partei, und das ist jetzt seit längerer Zeit zu beobachten, nimmt immer einfach eine Position ein und die ist dagegen. Also es ist immer egal, was es ist. Man sucht gar nicht nach Gründen, auch deine Gründe, die du genannt hast, waren jetzt nicht so sattelfest, dass man sagt, denkt, ah, um das geht's, sondern es ist einfach, ihr nehmt euch wahrscheinlich die Liste her, schaut an, wer ist dafür, okay, alle sind dafür, also müssen wir dagegen sein. Gut, nehmen wir so zur Kenntnis. Wir nehmen aber zur Kenntnis, und ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig, dass so Partnerschafts- und Kooperationsabkommen für die Außenpolitik ein extrem wichtiges Instrument sind. Einerseits für die Europäische Union in Zusammenarbeit mit den Ländern, aber auch eben für uns als Land, als Mitgliedsland in Verbindung mit diesen Ländern. Und solche Abkommen gibt es ja viele an der Zahl. Es gibt auch da hat es ein bisheriges gegeben und dieses Rahmenprogramm jetzt soll ja auch anstelle dieses bereits bestehenden Programms laufen, nämlich das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Mitgliedsländern des Verband der südostasiatischen Länder. So, was ist jetzt aber das Ziel dieses Abkommens, was wir jetzt dann auch hier noch weiter besprechen werden? Das Ziel ist es, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen auf eine höhere Ebene zu heben. Gut. Aber schauen wir es uns nochmal konkret an. Um was geht's? Und es sind drei Punkte. Erstens werden gemeinsame Werte und Grundsätze bekräftigt. So, das ist mal wichtig, dass man, das ist ja was Positives, Kollege Kassecker, oder? Das können wir mal unterstreichen. Zweitens wird die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen, eine engere Zusammenarbeit angestrebt, wie zum Beispiel bei der Terrorismusbekämpfung. Sind wir auch dafür, oder? Oder? Geht es? Ja, okay, sind wir auch. Also, gut. Drittens soll der politische Dialog gefördert werden und sowohl die politische als auch wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bereichen wie Forschung, Innovation, Kultur und Wissenschaft intensiviert werden. Also auch da sehe ich irgendwie keine Punkte, wo man jetzt sagen kann, da kann man jetzt massiv dagegen sein. Der Umfang des gegenseitigen Engagements in den Bereichen Wirtschaft und Handel sowie Justiz und Inneres soll erheblich erweitert werden. Ja, also auch eine sehr positive Entwicklung, kann man nur sagen. Gut ist, wenn es solche Abkommen gibt. Gut ist, wenn wir hier Möglichkeiten haben, hier enger zusammenarbeiten. Und Österreich hatte ja bisher schon gute bilaterale Beziehungen mit Malaysia, sei es jetzt in den Vereinten Nationen oder in anderen Bereichen. Aber es ist auch wichtig, dass wir mit Rahmenabkommen, wie wir es jetzt hier vorliegen haben, auch dieses weiterentwickeln. Und Malaysia ist etwas, und da sind wir uns auch wahrscheinlich einer Meinung, steht wirtschaftlich gut da. Es ist ein wichtiger Exportmarkt auch für die österreichische Wirtschaft. Jeder zweite Job in Österreich ist direkt oder indirekt vom Außenhandel abhängig und deswegen für uns auch eine ganz wichtige Nation, eben in Malaysia hier gut Fuß zu fassen. Also aus meiner Sicht gibt es irgendwie noch immer keinen Grund, dort nicht zuzustimmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass das bei euch anders ist. Ich möchte mich aber an dieser Stelle bei allen bedanken, die international hier mitgewirkt haben, dass dieses Abkommen zustande kommt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die auch weiterhin bemüht sind, auch Abkommen wie diese weiterzuentwickeln und voranzutreiben, um hier auch die Zusammenarbeit mit Ländern und der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten im Speziellen hier weiter voranzugehen. Und weil ich das immer mache bei außenpolitischen Punkten, ein herzliches Dankeschön auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außenministerium. Bitte die besten Grüße ausrichten. Dankeschön. Applaus